Moin Moin, vielen Dank fürs Reinschalten, Leute, zu einer neuen Runde vom LS22. Nordfriesischer Marsch. Morgen. Das schlechte Eier? Naja, Eier werden angenommen. Genau, wir haben eine kleine Ladung Ei hier angeliefert. Ei für die Nudelfabrik. Oh, dann haben wir noch einen kleinen weiteren Auftrag. Ei zum Bäcker, ne? Genau. Denn ich versuche natürlich jetzt den Produktionsinfomod da oben wieder ein bisschen zusammenzustauchen. Wir werden dann auch noch irgendwann demnächst diese Speziallieferung Ketchup und Mayo schnell vornehmen. So viel verbraucht der Imbiss davon ja nicht. Und dann kriegen wir tatsächlich noch vor Ladenschluss zumindest oben schon mal den auf, zumindest vorhanden. Ne? Nicht raus aus der Liste, dafür wird es wohl noch nicht reichen. Aber vorhanden wäre ja auch schon mal, ne? Wäre ja auch schon mal gut. Ja, dann müssen wir uns heute auf jeden Fall noch um Stroh kümmern. Bisher kann ich mich ganz gut darum noch winden, aber wir haben so viel Stroh zum Sammeln. Dann muss ich auf jeden Fall, brauche ich zwei Autoload-Anhänger, die parallel auf zwei unterschiedlichen Feldern zum Beispiel Strohballen sammeln. Ich das dann lieber nur wegfahre oder dann wieder wegfahren lasse. Also wir müssen eigentlich echt möglichst viel Kapazität gleich nutzen, um Strohballen zu sammeln. Sonst werde ich mich damit mehrere Tage beschäftigen müssen. Ja, wenn wir gerade mal hier sind, können wir mal kurz sauber machen und tanken, ne? Sieht ja aus mittlerweile hier. Aber mal ein bisschen reinigt werden. Da kommt nicht ganz am Drescher vorbei, ne? Schreibt Firefighter mal genau das, was ich gerade sage, oder? Oder hat er schon vorher geschrieben und jetzt lese ich den Chat wieder. Denke, wieso steht genau das da, was ich gerade gesagt habe? Und jetzt raps, dann fliegt er wieder runter, okay? Ja, komisch. Also ich hoffe, ich krieg meinen Hanfspatt. Ist ja mittlerweile auch, ist ja wichtiger geworden, dass man das kriegt jetzt. Mit dem neuen Update oder mit dem letzten Update. Bot sich ja an, ne? Man bin ja jetzt gerade hier am Hof. Fünf Stunden hat er, also fünf Betriebsstunden hat er auch immerhin schon. So, hier haben wir Ei für den Bäcker. Und dann haben wir erstmal kein Ei mehr übrig. Ist aber auch voll, ne? Also müssen wir gucken wegen Hühnern. Wir müssen dann noch den Schlachter auch noch bedienen. Zwei Sachen, die wir dringend machen müssen. Ballen sammeln und Produktionsliste links kleiner kriegen. So, rein in den Fend, rein in den Glas, raus. Und wie lädt er denn ab oder wie will er denn abladen? So viel können wir da oben gar nicht mehr rauskriegen, muss ich sagen.
Bei dem geht eigentlich noch ganz gut, ne? Der ist sehr voll noch, der ist gut gewartet hier. Da kann man einmal so unauffällig durchfahren durch den Trigger. Mal aussteigen, einmal wieder einsteigen, einmal einen ganz kleinen Schwung tanken und weg. Kurzer Boxenstopp. Also da ist ja ein Palettenauto los. Ich brauche nur mal ein LKW-Zugfahrzeug, glaube ich. Weil hier steht ja ein Palettensammler, den wir dann bräuchten auch so, um noch mehr Stroh zu sammeln. Was auch gar nicht der Kalkstreu so lange braucht. Da steht da, genau, um Hühner nochmal wegzubringen. Da wollen Hühner jetzt mehr verarbeitet werden. Nehmen wir den, ne? Bringen wir den mal zum Hof. Das ist Mehlfabrik mit Weizen drin. Das Problem ist, da kommen immer mehr Rohstoffe rein, die ich halt, ja, ne, die kommen erst im nächsten Monat wieder neu. Habe ich halt aktuell nicht. Haben wir halt nicht. Da haben wir jetzt Papiernudelfabrik. Guck mal, ich habe schon zweimal Weizen jetzt drin stehen. Aber, ne, ich wollte gerade erzählen von wegen Weizenfehlplanung. Es reicht noch leicht bis zur nächsten Weizenernte, ne? Aber es wäre natürlich schön, wenn wir einen Tag vorher hätten Weizen ernten können, wäre sie mich gleich erst aufgetan. So, Hanfschwatt in der Zellstofffabrik. Da glaube ich, habe ich auch nichts mehr von. Ja. Ist so, ne? Was wir jetzt noch machen können, ist nochmal diese Wassergeschichte. Da steht ja wahrscheinlich beim Rinderhof rum. Und sollte ich eigentlich die Ketchup-Mayo-Geschichte gleich auch mal einfahren, ne? Also hier könnten wir noch zwei, aber hier mache ich ja kein Stroh. Also von, ne, nicht von den Feldern, die wir gerade machen. Ja, ich überlege gerade so oben, Apfelmus, Erdbeeren, Marmelade. Schwierig. Nö. Ich wollte mal gucken. Ja, stimmt, 16 war. Ich hab doch eins. Ja, zum Glück. Ich hab ein Feld Zwiebeln gemacht. Die 16. Mann, gut. Das Ding ist halt, du musst auch immer die Mods abgleichen, ne? Auf einen anderen Computer rüberspielen und so weiter und so fort. Nee, nee. Dann krieg ich früher eine Friseuse im Haus. Kann auch sein, dass ich gleich mal Pause mache, um die Haare schön zu kriegen. Ein paar Zentimeter ab. Mehr ist es bei mir gar nicht. Shelly ist dran. Das dauert ewig wegen Haare färben und hast du nicht gesehen. Und zwischendurch kommt mein Sohn dran, zwischendurch komme ich dran. Müssen wir mal gucken. Man kann sagen, der erste Schwung der Ernte, wenn man jetzt mal Roggen und Gerste betrachtet, hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ist auch, glaube ich, genug bei rumgekommen.
Das schiebt ein bisschen das Wasser. Gleich auf 0 mm. Nee, nicht wie bei dir, Pascal. Das hatte dich was, während des Streams laufen und kann man die Haare. Ja, ich glaube nicht, dass die Friseuse da so für ist. Vor allem bin ich auch nicht so dafür, diesen ganzen Haarewust hier irgendwie im Büro zu haben, im Arbeitsspielzimmer, wie auch immer, im Gaming Room zu haben. Überall fliegen dann so fipsige Haarestücke. Nee, boah. Da kriegst du ja Plack, wenn man daran denkt. So, der LKW steht dann noch. Aber ich würde ja eigentlich auch daneben anfahren wollen, ne? So, ich mach jetzt mal hier Kurs. Haben wir dann gesehen von hier. Machen wir mal jetzt hier Racket. Machen schön in den Gegenverkehr rein, damit einige gleich wieder. Nein, was macht er denn? Ja, geht ja nicht anders. Wenn ich hier rumfahre, dann könnte ich. Ne, muss ich hier nicht nochmal kreuzen. Muss ich aber noch ein bisschen mehr ausholen, Leute. Komme ich da aber auch da nicht ganz rum, glaube ich. Ich hab das auch schon wieder Kompost, ne? Oder Schweinefutter. Schweinefutter? Schweinefutter, oder? Oder einige werden jetzt sagen, nee, ist Kompost. Schweinefutter oder Kompost, Leute? Wer weiß es denn? Muss ich extra eine Liste wieder nachgucken? Oh. Gedächtnisschwund, glaube ich. Ach, Pascal, hat das alles auswendig gelernt. Immer vorm zu Bett gehen, sagt er einmal alles auf. Sämtliche Supportseiten nützen nichts. Sämtliche Supportseiten. Problem im LS22 helfen. Welches Problem? Mein Controllersteuerung geht nicht mehr. Weiß einer, wieso das sein kann? Du kannst ja die Input-Bindings, ne? Also die Input-Bindings-Datei hängt ein Stück weit damit zusammen. Ach, warte mal, hier war schon Wasser, ne? Müsste aber hier noch gehen, oder? Oh, hier gar kein Hydrant in der Nähe, ne? Ja, Steam ist auch eine Geschichte. Beinpresse ist auf jeden Fall fertig, ne? Müssen wir gleich weiterziehen.
jetzt auch nicht eine riesige, dicke Bodenmarkierung auf der... Laden, ne? Passt eigentlich schon mal warten. Jetzt kann ich von hier einmal hier rein cruisen. Und ich kann von hier hier rein cruisen. Okay, so, wo holen wir denn jetzt hier Wasser in der Nähe? Ich kann einfach im Rinderhof Wasser holen, das ist eigentlich total egal. Verteilt hier ein bisschen. Und vielleicht so als Test, ob das funktioniert. Glaube schon. So, die brauchen wir wieder beim Ballen sammeln. Fischer am Nord möchte Diesel haben. Das kriegen wir vielleicht auch noch hin. Wir waren aktuell bei Feld 43 am Ballen sammeln, glaube ich. Ne, 44. Da haben wir heute noch nichts gemacht, ne? Oh. 277 Ketchup haben wir schon und 230 Mayonnaise. Ja, schon für einen halben Tag fast, ne? Also irgendwie so 10, 20, 30 im Verbrauch. Ich weiß gerade nicht genau, aber viel ist es nicht. Aber ich warte bis da irgendwie ein Tausender, ne? Also in einer Stunde machen wir das wahrscheinlich. Aber den Handscanner jetzt im Supermarkt, okay. Ja, den weiß ich nicht. Der Handscanner bringt nicht so viel, ne? Also ist immer noch besser als nix, aber ich fand die anderen Mods, die ich jetzt gerade so gestern Abend gespielt habe, also das sind Game Changer. Da macht das Spiel tatsächlich auch wieder Spaß. Weil sonst war bei mir der Spaß da so ein bisschen raus, weil es irgendwie, ne, so also nicht vorangeht. Wenn ich keinen Bock habe, irgendwie 10 Stunden nur Pakete von der Straße in die Regale zu räumen. Das ist mir dann eben ein bisschen zu wenig Abwechslung. So, machen wir mal auf 44 und dann gucken wir dann mal gleich weiter. Du bist fertig. Achso, das ist der Kalker. Ja, okay, dann mal ab zum Hof wieder zurück. Neues Gewächshaus bauen, größeres, was die doppelte Leistung hat, was halt auch doppelt so groß ist, zumindest was die Anbaufläche angeht. Ja, der Hafer muss noch gedüngt werden. Wo kannst du denn moin? Das ist Holger. So, das 13 ist ja gemulcht. Willkommen in Ihrem Klaas. Klaas, fahren Sie bitte zu Feld 46 und mulchen Sie dort. Ja, gleich fertig mit dem Feld. Dann haben wir noch Namen. Nee, nee, doch nicht. Da sind noch einige Bahnen. Aber es ist. Es ist tatsächlich machbar, das nur mit einer Beinpresse zu machen. Sei denn, gleich merke ich auf einmal, oh. Jetzt haben wir aber volle Beinsammelpower. Jetzt schafft das was. Erstmal sollte ich lieber jetzt nochmal Diesel verteilen wohl. Mal wieder. Und dann sollte ich eigentlich noch ein paar Tiere zum Schlachter fahren. Mal wieder. Und dann müssten wir genug Ketchup und Mayo produziert haben, dass sich einmal so lohnt, darüber zu fahren.
Und dann erst am nächsten Morgen wieder, ne? Gut, hier sind die Abfahrer. Kann sein, dass ich die demnächst wegparken muss, weil ich mir den doch noch eine Luzerne-Seemaschine brauche. Aber irgendwas ist ja immer kennt man, ne? Irgendwas ist sowieso immer. Gut. Wo war denn eigentlich der? Ich hatte doch gerade eben ein Flüssigkeitsfass, das nichts tut. Steht doch auch beim Rinderhof da rum, ne? Ja, komme ich so nicht ganz rum. Schade. Schade, Marmelade. Ach, ich doch einfach. Der andere steht auch noch draußen, ne? Die gerade den anderen ja auch gleich mal einparken könnte. Pascal spielt auch mit Controller. Oder einen anderen Controller. XXT, da kommt auch an, was für ein Content willst du da machen. So im Gaming-Bereich unterwegs oder irgendwelche sonstige Stream-Geschichten. So, gut, dann schicke ich den auch auf die. Obwohl, der könnte ja eigentlich anfangen auf 39 zum Sammeln, ne? 46 ist ja leer, 44 ist einer, wobei den können wir auch zu 46. Machen wir das mit zwei LKWs. Nee, mach ich nicht. Schick auf 39. Nee, egal. 39 wollte ich auch alles verkaufen. So ist zwei Gaming-Content und so. Ja, also Kick muss man natürlich wissen. Kick ist natürlich klar, klein, ne? Kick wirst du wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob du schon irgendwo anders ein bisschen Reichweite hast. Oder ob du komplett bei Null startest. Dann wird es, glaube ich, schwierig. Twitch natürlich eine Nummer größer. Heißt wahrscheinlich, dass man eher mal ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt. Und das ist mal klar, ne? Das ist schon ein Unterschied. Ne? Jetzt oder wann? Oder später? Oder wie ist der Zeitplan? Gut, heute machen wir eine Pause. Von daher, liebe Leute, kurze Pause, bis zur nächsten Folge. Dann werden wir mal ein bisschen mit dem Stroh kämpfen, wa? Damit wir da ein bisschen vorankommen.
zur nächsten Folge. Vielen Dank. Tschüss.